ich bin nun mal auch ein Kind der 80er Jahre. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich als Kind nicht rausgehen durfte, im Garten spielen. Bei Tschernobyl. Tschernobyl, passiert ist. Sind alles so einschneidende Dinge, wo man das erste Mal ein Gefühl dafür bekommt, okay, wir als Menschheit sind in der Lage, die Balance, die es gibt auf dieser Welt, zum Negativen auch zu beeinträchtigen. Ja, und uns klar ist, okay, irgendwie müssen wir es schaffen, anders mit unseren Ressourcen zu haushalten. Die chemische Industrie ist nun mal auch mit Hauptverbraucher von fossilen Rohstoffen. Ja, das ist eine Industrie, die komplett auf Erdöl und Erdgas aufgebaut wurde. Die letzten 100 Jahre in der Forschung sind fast komplett auf dieser Schiene gefahren. Ja, und dann sich zu überlegen, okay, wie kann man das erreichen, dass wir irgendwann mal in einigen Jahrzehnten anders chemische Produkte produzieren können in Deutschland. Das war Ausgangspunkt dessen, und an dem Lehrstuhl wurde schon seit längerem an Reaktionen in Wasser geforscht. Eigentlich da der Lehrstuhlinhaber ist einer der ganz wenigen, der in den 80er Jahren angefangen hat mit dem Thema. Das war irgendwann, war das mal so ein Hype. Und natürlich hat er auch andere Themen bearbeitet, aber er hat immer weitergemacht. Und das fand ich halt irgendwie, ja. Und dann so hast du auch immer weitergemacht und irgendwann dein Produkt entwickelt und jetzt läuft's? Ja, wir sind profitabel. Wie groß ist die Firma? Wie viele Leute arbeiten bei euch? Wir sind 12 Leute, aber wir sind halt komplett selbstständig. Und das ist natürlich ein anderer Weg, den man da geht, als dass man sagt, okay, ich nehme VC auf. Aber brauchst du nicht irgendwann eine größere Firma am Ende mit, weiß ich nicht, 100, paar hundert Leuten, um halt richtig Impact zu haben? Ja. Also unser Ziel, also es ist halt auch ein bisschen wieder die Tragik von einer Industrienation Deutschland, wenn man sich die Entwicklung anguckt. Ich glaube, es war Ende 2012, dass ich das erste Mal öffentlich so über unser Projekt geredet habe. Da war ich noch Projektleiterin an der TU und wurde eingeladen von der TU, vom Gründerzentrum, doch mal darüber zu erzählen. Und dann habe ich darüber erzählt und dann kam aus dem Publikum so die Frage, so ja, wer soll euch denn dann mal kaufen? Und ich so, wie kaufen? Also was ist denn das jetzt für eine Frage? Ich war total empört. Also ich habe damals noch nie von Venture Capital gehört. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wie dieses ganze Geschäft läuft. Für mich war klar, ich möchte in diesem Land etwas aufbauen. Ich möchte ein neues Industrieunternehmen aufbauen. Und die eine Hälfte vom Publikum, ich habe es richtig gemerkt, wie so Aggressionen mir entgegengeschwappt sind, weil man es nicht sagen darf, dass man sein Unternehmen nicht verkaufen will. Weil dann kriegt, also das war auch mit, ja, man kriegt kein Geld, keine Fördermittel. Dieses ganze Start-up-Business ist auf Verkauf in Deutschland getrimmt.